Hallo meine Lieben, wir sind zurück im nächsten Teil. Haben wir das schon? Gesucht Clementine. Ja, haben wir. Okay, okay. Stadtzentrum. Mhm. Gleich mal eine kleine Nebengasse hier besuchen. Oh. Vielleicht macht ja einer auf. Ich gehe zur Arbeit, wir sehen uns später. Sei auf der Hut vor den Wächtern, sie verhaften schnell und ohne guten Grund. Mach dir keine Sorgen um mich, Kleines, mir geht es gut. Ha. Zeigen wir dem das mal? Das ist ein cooles Bild. Ist das eine Adresse? Straße, Stockwerk, Türnummer. Ja, schön. Residenz soll es ja sein. Also rechts. Dann gehen wir mal nach rechts. Okay. Krass hier, geht's ab hier. Wow. Das Leben ist langweilig, seit die Wächter in unsere Residenz Kameras installiert haben. Ah, wir sind in der Residenz. Hey, diese Kassetten gehören uns. Weißt du nicht, dass man nicht klaut? Ich könnte dir eine geben, aber dafür müsstest du etwas für Jenma, Miko und mich tun. Die Wächter haben 3 Sicherheitskameras installiert, um uns zu überwachen. Das gefällt uns ganz und gar nicht. Kannst du uns hier vom Hals schaffen? Jo, könnte ich wohl, ne? Ach, da. Komm schnell. Da muss ich, glaube ich, mal da hoch. Geh mal hoch. Eine, tut noch 2. Gucken, wo die alle hier sind. Was bist du eigentlich? Ein Vierbeiner, der niedliche Geräusche macht, das Konzept gefällt mir. Eine eigene Variante vor dir zu bauen? Hm. Genau hier. Von 3 erwischt. Wo sind denn die anderen beiden? Yay! Ich bin im Karton. Ich bin im Karton. Hui. Wo sind die Kameras? Wahrscheinlich ist... Ach, da! Jetzt krieg ich die Kassetten, ne?
Gut gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass du das schaffst. Hier, nimm deinen Preis. Du hast ihn verdient. Ja! Was hier? Noch ein Karton. Wing. Muss sie sein. Ich dachte, du wärst ein Gesandter. Egal, wer bist du? Was willst du von mir? Also hat Zubald es endlich beschlossen, jemanden zu schicken. Ich schätze, du bist mein neuer Rekrut. Sehr groß bist du nicht gerade. Wie hast du überhaupt die Kanalisation überstanden? Ich schätze, du musst ziemlich gewieft sein. Frag nicht. Ich habe nach einem Weg zur Außenwelt gesucht, seit ich das Ameisendorf verlassen habe. Aber die Wächter sind immer wachsam. Jetzt, wo du hier bist, kannst du mir helfen. Folge mir. Okay. Ich arbeite schon eine ganze Weile an einem Plan, um diese alte U-Bahn in Gang zu setzen. Juhu! Ich habe sogar die Schlüssel, um sie zu starten. Alles, was wir brauchen, ist eine Atombatterie, um sie mit Strom zu versorgen. Ich weiß, dass die Neko Corporation eine in ihrer Fabrik installiert hat. Ich habe einen Kontakt, der uns helfen kann, sie zu infiltrieren. Ich kenne seinen Namen nicht. Der ist der Roboter mit der Bomberjacke und der Goldkette. Überbring ihm diese Nachricht. Ah. Jemand, der so klein und flink ist wie du, sollte keine Probleme haben, sich in die Fabrik zu schleichen. Ja. Eine letzte Sache noch. Zögere nicht, dich um Hilfe zu bemühen. Diese Stadt ist voll von Informationen. Halte dich nur von den Wächtern fern. Soll ich mal so richtig katzenmäßig sein? Einmal übers Keyboard. Ist ja klar. Warte mal die Tür zu. Okay. 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 Schütze, Bomberjacke, rote Kette, ist er hier? Nee. So. Sind wir wieder bei dem. Dieser Kauner von einem Händler hat mir neulich eine defekte Batterie verkauft. Jetzt tut er jedes Mal, wenn ich ihn zur Rede stellen will, so als würde er mich nicht hören. Wenn die Wächter nicht auf Patrouille werden, würde er auf einem Haufen Ersatzteilen landen. Mm-hmm.
Ja, hier war doch Code. Code in Spiegelschrift. Code 8542. Dann machen wir den doch auch mal auf, ne? Hier war doch ein Code. Hier war doch ein Safe. Genau. So, 8 8 5 4 2. Jo, Abzeichen. Welches Abzeichen? Schick, 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 schick. Okay. Okidoki, so, jetzt. Mal gucken, was wir mit der Musik machen. Also hier konnte man ja Jacken klauen. Aber ich weiß noch nicht. Ich muss den Typen irgendwie weglocken. Ah! Ja! Bäm, bäm. Genau. Du, 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 du. Gibt ja gar nichts zu essen. Hallo. Wo geht's hin? Wo geht er hin? Nimmst du mich mit? Oh, der war schon zu spät dran. Okay. Oops. Das alles? Bringt er immer noch rein? Oh nein! Der lässt mich nicht da rein. Okay, warte. Ich muss reinhüpfen, sonst komme ich nicht rein.
Der scheucht mich weg. Ich dachte schon, wofür der ganze Witz. Aber ich komme, so komme ich rein. Ganz unbemerkt. Ich mal rausspringen. Ah, nee, geht doch nicht. Jetzt geht's. Hui. Ah, jetzt komme ich immer rein und raus. Das ist gut. Jetzt habe ich ein Arbeiten. Niemand kann den Laden betreten, während er wieder aufgestockt wird. Da die beiden so inkompetent sind, könnte es noch eine Weile dauern. Ich bin aber schon drin. Gehen wir zur Nikokop. Ich hab zu tun, was willst du? Ich hab eine Jacke. Kontakt. Ja, ich bin ein Kontakt. Lass mich nicht kurz über die Atombatterie aufklären. Hm? Die Batterie versorgt die Nikokop-Fabrik hier, aber das ganze Gebiet ist gesperrt und schwer bewacht. Sie kontrollieren jeden, der das Gelände betritt und schicken jeden weg, der kein Arbeiter ist. Hier meine Idee. Besorg mir eine Arbeiterjacke und einen Arbeiterhelm, während ich hier bleibe und mir einen günstigen Zeitpunkt überlege, reinzukommen. Hoho, das haben wir doch schon. Ja, haben wir doch schon. Perfekt, die Jacke ist genau das, was wir brauchen. Ich brauche noch einen Arbeiterhelm. Hast du auch so einen gefunden? Hervorragend, dieser Helm wird ausreichen. Ich zieh mich jetzt an. Kannst du dich umdrehen? Ich wusste, wir brauchen das. Die sind klasse. Ein bisschen eng an der Taille, aber es wird schon gehen. Okay, spring in diese Kiste und ich schleuse dich durch den Kontrollpunkt. Okay. Hui. Ich geh doch mal weg, ne? Okay, hier kann ich gar nicht abhauen.
War aber knapp, doch. Der Schatten geht ja ein bisschen, kommt ja ein bisschen später. Ah! Okay, okay. Passt auf den dritten Schalter, das ist mir so klar. Oh oh! Wir haben sie. Schnell, lass uns von hier verschwinden, bevor die Wächter auftauchen. Wir müssen Clementine die Batterie zurückbringen. Einmal ist immer gut. Das ging ja einfach. Das war ja einfach. Okay, okay. Ja, ruhig erstmal. So, ab zu Clementine. Wollte die sich nicht hier mit. Was ist hier los? Lass uns jetzt nicht rein. Hm. Ich kann aber. Ich kann da durch. Das war aber ganz knapp doch. Bleibt die da? Bewegt sich gar nicht mehr, ne? Okay, die bewegt sich nicht. Thank you.
Was ein Scheiß, ey. Ich bin da mal weg, ne? Wow! Spurenklamotten, was ist das denn? Sieht aus wie eine verschlüsselte Nachricht. Wir werden Detektiv spielen müssen, um herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Schau mal. Für B12 und die Katze. Die Antwort liegt in meinen Sachen. Und dann sind da noch 4 Symbole. Ha. Es ist mit Clementine unterschrieben. Schau mal. Okay. Keine Ahnung, was das ist, aber es leuchtet irgendwie hypnotisierend. Entschuldige, dass ich woanders war. Ich habe diese Nachricht hier gar nicht bemerkt. Nachtclub. Aha. Merkwürdiges Ding in einer Wohnung. Schau mal, hier wurde was hinterlassen. Daraufhin kommt in den Nachtclub. Ich weiß doch schon eigentlich alles, aber ich fürchte, ich muss das alles, damit B12 das auch versteht. Ich bin bei. Ich bin bei. Edelstein ist von durchschnittlichem Wert und geringer Reinheit. Das Leuchten scheint künstlich hinzugefügt worden zu sein. Vielleicht dient er uns als Signal, damit wir erst was Hilfreiches finden. Bingo, da ist eine Nachricht. Sie lautet, ich bin bei Blazer. Folgt mir in den Nachtclub. Das ist es. Gut gemacht, Leutnant Katz. Lass sie uns suchen gehen. Wir haben nicht viel Zeit. Ja, ich weiß, Leutnant Katz. Naja, ich weiß nicht. Das bin ich eigentlich nicht. Ich bin einfach nur Katz. Aber Katz ist doch ein schöner Name. So, jetzt müssen wir wieder... jetzt müssen wir da wieder runter.
Oh oh. La 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 la. Kein Bock mehr gehabt. So. Auf zum Nachtclub. Weg mit dir. Ah, das habe ich mir fast gedacht. Ich glaube nicht, dass der Türsteher uns reinlassen will. Ja, Leute, ich glaube, wir müssen wieder hinten rumklettern. Ja, dann lass uns das doch tun. Proof Level 2%. Sofort Tanzplatz suchen. Ich hasse diesen Club. Er ist voller Angeber. Wenigstens gibt es dort keine Wächter. Ja, dann klettern wir hinten rum. Kommt doch. Wie klettern wir? Ah, so klettern wir. Guten Tag. Der hört nichts. Hey, wie bist du hier hochgekommen? Willst du mit uns feiern? Ja. Sieht denn aus, wie cool. Gefällt dir meine Maske? Ich habe sie selbst gemacht. Ja, die ist cool. Sie stört die Scans der Wächter und sieht cool aus. Ja. Wo ist denn Blazer und Clementine jetzt hier? Fragezeichen? Aber siehst du dich Kleines? Dann machen wir hier mal eine kleine Pause. Bis zum nächsten Mal. Ciao.